So, ich hole jetzt hier alles raus aus dem Schinken, ja? Oh, mir wird gleich schlecht. Oh mein Gott. Hey Leute, was geht? Hallo und herzlich willkommen hier bei den Scootain in Berlin. Ja, und ich bin hier gerade bei einem Geschäftspartner tatsächlich. Und heute soll es mal nicht um das Thema E-Scooter oder E-Roller gehen. Heute geht es mal um ein ganz kleines und total interessantes Elektroauto. Hallo, was macht meine Kamera hier? Freundchen, ich bin hier. Genau. Wir testen heute nämlich mal den Eli Zero. Ja, wird dem einen oder anderen vielleicht schon was sagen. Das ist so ein Äquivalent zum Renault Twizy oder EMI oder auch E-Smart. Eine richtig kleine Nuckelpinne mit 2,25 Meter Länge. Und den werden wir heute mal checken. Und ich habe keinen Plan, was meine Kamera da macht. Aber wir sind alle mit dabei. Ja, ist ja geil. Ja, ich bin hier. Okay. Ich warte jetzt nur noch, bis sie alle kommen. Und dann schnappe ich mir den Eli Zero und dann geht's los. Hier ist der Schlüssel zum Eli Zero und das ist das Auto, beziehungsweise das ist eigentlich eher ein leichtes Quad, weil das ist die Führerscheinklasse AM, eingestuft in der Klasse L6E. Das werden wir jetzt gleich Probe fahren. Ich will euch das nur mal kurz zeigen. Ich finde das so mega futuristisch, ja. Gesamtlänge 2,25 Meter, wirklich gemacht für zwei Personen. Guckt euch das mal an. Radstand 1,60 Meter. Wir haben 13 Zoll Felgen mit Scheibenbremse vorne hinten, ja? Das rechtfertigt vielleicht auch schon so ein Stück weit den Preis. Preis 16.990 Euro in der Ausstattung, so wie ihr es jetzt hier stehen seht. Und das ist die erste Serie, die jetzt hier tatsächlich vom Band läuft, ja? Mit Rückfahrkamera, Einparkhilfe und ja, sage und schreibe, schaut euch das an. Warte mal, dafür muss ich ihn... Doch, ja, jetzt... 160 Liter Kofferraumvolumen. Ey, da passt jetzt wirklich nicht viel rein. Aber zumindest kannst du ein bisschen was mitnehmen, ja. Hier gibt es dann noch die Entriegelung für die Türen. Das ist die Notentriegelung, weil das ist ja hier alles elektrisch in dem Auto. Dann haben wir hier noch eine Steckdose. Okay, ist jetzt hier drunter noch irgendwas? Wir gucken mal. Nee, da kann ich jetzt nichts sehen. Ja. Aber zumindest, warte mal. Fühlt sich erstmal satt an und hört sich vor allem auch satt an, ja. Interessant ist auch der Ladeanschluss, schaut mal hier. Ja, verbaut ist ja jetzt hier erstmal ein 8 Kilowattstunden großer Akku. Geladen wird hier mit Typ 2, Ladezeit 2,5 Stunden oder ihr geht über einen Adapter auf die Haushaltssteckdose, dann seid ihr bei einer Ladezeit von 5 Stunden. Reichweite im Eco-Modus soll jetzt hier 100 Kilometer betragen. Jetzt hat er sich gerade aktiviert. Das ist jetzt die Alarmanlage Wegversperre, die hier mit drin ist. Ansonsten gibt es noch ein paar schöne technische Helferlein, die ich euch gleich mal zeigen möchte, wenn wir uns ins Auto setzen. Aber wenn man jetzt auch sich mal dieses Lichtdesign anguckt, das erinnert schon so ein bisschen an Mercedes, ne? Seid mal ganz ehrlich. Der Name Eli, der ist für mich tatsächlich neu. Ich bin es auch noch nie gefahren. Bin schon sehr gespannt. Wir steigen jetzt mal ein und probieren ihn mal aus. Für schlanke 16.990 Euro. Schon ordentlich. Ja, das ist übrigens die Fernbedienung hier, ja. Wenn du jetzt hier zweimal drauf drückst, dann öffnet sich die Tür, habt ihr ja gerade gesehen. Und das. Ja, und das ist die Hupenfunktion. Alles klar. Und jetzt setzen wir uns erstmal rein in den Eli Zero. Und was mir sofort auffällt, Freunde, wir haben Türen. Ja, schön. Aber zu McDonald's fahren wird ein bisschen schwierig, weil ja, ihr habt hier keine Scheiben, die ihr irgendwie runterkurbeln könnt, um im Drive-In eure Bestellung aufzugeben. Das würde bedeuten, dass ihr hier über euer Dachfensterchen die Bestellung aufgeben müsst. Interessant finde ich auch die Position jetzt hier von dem Dachfenster, weil normalerweise kommt ja die Luft von da, strömt hier rein und würde euch jetzt voll auf die Stirn knallen. Dann haben wir erstmal zwei große Sitze. Die sind hier in sich geschlossen, wirken auch sehr sportlich. Wir haben ja, normale Dreipunktgurte, cool. Lederoptik. Und dann haben wir hier eigentlich schon unser Dashboard. Dann setzen wir uns mal rein. Und dann gibt es erstmal so ein leichtes Raumgefühl, ja. Also das Fahrzeug ist ja gebaut wie so ein Ei, ne? So sieht es ja zumindest aus. Also Kopfhöhe jetzt mit 1,90 Meter ist okay. Ich könnte jetzt den Sitz tatsächlich noch ein Stück vorschieben, aber dann wird es schon ein bisschen eng hier für meine Knie. So, die Lehne... Da, weiß ich nicht, da finde ich jetzt gerade keine Verstellung. Also man sitzt schon ziemlich gerade. Und wenn ich jetzt hier mal die Tür zumache, ganz wichtig, ihr könnt hier die Scheibe nicht runterkurbeln. Ihr habt nur einen Knopf. Das will ich mal zeigen. Da musst du raufdrücken und dann öffnet sich die Tür. Ja, ansonsten jetzt hier schönes in den Innenraum gezogenes Armaturenbrett. Warum das jetzt so groß und so lang ist? Okay, beantwortet sich für mich noch nicht. Wahrscheinlich ist sehr viel Elektronik dahinter. Ein Radio sehe ich an der Stelle hier nicht.
Aber USB-Anschlüsse, das ist also hier die Version Plus. Sprich, hier vorne sind Boxen und dann könnt ihr irgendwie Radio hören. Das kann man bestimmt irgendwo hier einstellen. Okay, aber erstmal vom ersten Raumempfinden wirkt es erstmal wie ein normales Auto, auch wenn man sich hier mal den Dachhimmel anguckt. Schaut mal hier. Wo der Lufteinlass so gesteuert wird, dass du eigentlich genau auf der Stirn den ganzen Wind hast, zumindest bei meiner Größe. Ob das nachher angenehm ist, sei jetzt mal dahingestellt. Es handelt sich hier noch um die erste Serie, guckt also bitte nicht ganz so genau hin. Hier gibt es dann noch Licht, hier oben haben wir noch einen Griff, um uns festzuhalten. Und hier auf der rechten Seite, schaut mal, da haben wir noch ein Mini-Handschuhfach, wo wir dann auch unsere Cola-Dosen abstellen können oder was auch immer. Also große Flaschen kannst du jetzt hier natürlich nicht abstellen, ne? Das wird nicht funktionieren. Hier unten haben wir noch ein Netz, okay, für die Ablage. Und dann haben wir da, klar, ganz normal Bremse und Gas. So. Dann schauen wir hier mal kurz weiter. Hier haben wir die Belüftungseinheit. Bedeutet, das Fahrzeug ist ja jetzt schon eingeschaltet. Wir können also jetzt hier entweder die Heizung aktivieren oder die Lüftung. Aber ich sehe hier kein AC-Zeichen. Also eine Klimaanlage. Hat er jetzt eine Klima oder hat er keine Klimaanlage? Okay, müsste ich nochmal klären, ja. Hier könnt ihr Luftintensität einstellen. Und hier habt ihr dann den Wahlregler für die Fahrstufe. Also P ist natürlich klar. Dann gibt es den Drive-Modus. Dafür musst du natürlich auf der Bremse stehen. Mach das mal gerade. Nee, ich mach das mal nicht. Mach ich doch? Wieso geht das jetzt nicht? Muss ich noch irgendwas machen? Warte mal. Jetzt, okay, also irgendwie musste ich jetzt hier nochmal Knöpfchen drücken, warum auch immer. Und jetzt sind wir im Drive-Modus und wenn wir jetzt hier in den Rückwärtsgang gehen, das mache ich jetzt auch mal, dann haben wir hier sogar eine Rückfahrkamera. Und wenn ihr mal schaut, der nimmt sogar hier Fahrzeugbreite und Lenkwinkel mit. Das ist ja auch nicht schlecht, ja. Aber auch die Sicht nach hinten, schaut mal, die ist natürlich extrem eingeschränkt und deswegen auch diese Rückfahrkamera. Gut ist, dass du direkt an den Kofferraum kommst und somit eigentlich gleich deinen ganzen Kram rausholen kannst. Okay, cool. Innenspiegel, ja, ist jetzt nicht abblendbar, hat auch schon einen leichten Sprung, macht aber nichts, ist ja noch die erste Serie. Lenksäule könnt ihr jetzt nicht in der Höhe einstellen, aber das Lenkrad ist wirklich süß gemacht. Hat so ein bisschen was von Porzellan und eine Hupe haben wir auch, ja. Leicht abgeflacht hier unten, das erinnert mich an mein eigenes Auto, interessant. Wir gehen mal wieder zurück in den P-Modus, das mache ich mal gerade. Und dann habt ihr hier natürlich euer Display, was ich relativ gut ablesen kann mit Akkustand, Geschwindigkeit und in welchem Betriebsmodus wir uns befinden, jetzt im Sportmodus. Und insgesamt hat dieses Fahrzeug schon 1880 Kilometer gelaufen. Dann könnt ihr hier umschalten, das finde ich wieder ein bisschen schade, das haben sie so ein bisschen billig gemacht hier. Da kannst du umschalten dann zwischen Eco und Sport. Ich würde wahrscheinlich erstmal im Eco-Modus anfangen. Ja, dann linke Seite, rechte Seite. Da könnt ihr euch dann schön die Außenspiegel einstellen. Finde ich auch cool. Und hier unten dann auch wieder mit diesen Plastikschaltern. Aber das sieht einfach nicht wertig aus. Einmal Warnblinker. Und der Tow-Mode, der dient dann dazu, wenn ihr den aktiviert, dass ihr auch abgeschleppt werden könnt. Und die Lenkung ist elektrisch. Ja. ABS oder auch ESP oder Antriebsschlupfregelung. Ja, das sucht ihr hier alles vergeblich. Wird interessant. Wir fahren jetzt erstmal los und dann gibt es gleich das nächste Feedback. Wie fährt er sich und vor allem auch im Stadtverkehr? Denn schneller als 45 km/h werden wir sowieso nicht. Interessant. Okay. Ich habe ja bereits die Bremse getreten. So, mein Tacho geht bis 50 km/h. Ich bin im Eco-Modus. Ich gehe jetzt hier in die Drive-Position. Und mehr muss ich gar nicht machen. Da werde ich nur noch einen Blinker setzen. Und dann geht es eigentlich schon los, ne? Okay, das machen wir jetzt einfach mal. Komm, los geht's. Handbremse, Feststellbremse sucht ihr hier übrigens vergeblich. Gibt's hier nicht. Und die Höchstgeschwindigkeit ist ja angegeben mit 45 km/h. Ich dachte, ich komme hier rum. Ich komme hier gar nicht rum. Warte mal kurz. Alles klar. So, jetzt hier wieder Drive und jetzt gebe ich Vollgas. Ich wollte eigentlich, oh Mann, ey. Ich wollte eigentlich nur zeigen, wie diese Lenken so auch zurückschnallt. Ja, das ist schon saftig. Da muss man schon ein bisschen aufpassen auf jeden Fall. So, ich gebe mal Vollgas. Ja, und Vollgas heißt jetzt hier an der Stelle 35 km/h. Ich kann jetzt hier auf der langen Geraden noch nicht so richtig Gas geben. Ich muss mich hier erstmal orientieren. Und du merkst natürlich, dass im Eco-Modus jetzt nicht so viel passiert. Aber es soll ja auch ein City-Hopper sein, ne? Also sprich, das Ding benutzt du jetzt in der Stadt, um zur Arbeit zu kommen, deine Erledigungen zu machen,
Und mit 100 Kilometer, wenn alles klappt, ja, also Akkuleistung 8 kW ist jetzt nicht ohne und vor allem auch im Vergleich zu einem Twizy. Im Vergleich zu einem Twizy hat der sogar mehr Akkuleistung hier. Ist aber auch teurer. Ja? Also ein Twizy geht so bei 11.000, 12.000 Euro los. Hier geht es, glaube ich, bei 15 los. 15, 16. Also in Summe nachher hier 17 Scheine. Oh, das ist schon ordentlich. Also das ist schon richtig, richtig ordentlich. So, pass mal auf. Wir sind jetzt hier in so einem Wendekreis und ich werde mal eins machen. Ich werde mal eine Runde drehen. Wir wollen mal gucken, wie der Wendekreis von dem Fahrzeug ist. Ja? So, also bis jetzt nicht schlecht. Aber es ist irgendwie immer noch ein komisches Gefühl. Aber man fühlt sich trotzdem frei, weil du so viel Licht hast seitdem. Also die Seitentüren, sogar, dass du unten durchgucken kannst bei den Türen. Ja, also du kannst schauen, was auf der Straße gerade passiert. Ja, dann von oben. Aber ich merke schon, dass mich jetzt das mit dem Wind ein bisschen nervt. Wir drehen einfach mal eine Runde im Carré. Was haltet ihr davon? Gute Idee, oder? So, dafür muss ich aber hier wieder in den P-Modus gehen. Ne? Ich werde euch bloß mal zeigen hier, wie klein tatsächlich dieser Wendekreis ist. Also wenn du hier voll eingeschlagen hast, dann drehst du eigentlich im Stand. Das ist total geil. Schön, schön lange pfeffert hier, ja? So, ich hole jetzt hier alles raus aus dem Schinken hier. Oh, mir wird gleich schlecht. Oh mein Gott. Okay, ich wollte euch eigentlich nur mal zeigen, wie klein der Wendekreis ist jetzt hier vom Eli Zero. Oh mein Gott. Okay, reicht mir. Und jetzt die Lenkung wieder zurückgeschnallt. Mega. Das ist schon echt witzig. Ja, und das Coole ist, du kannst auch einfach auf der anderen Seite rausgehen. Das mache ich jetzt mal gerade. Und sammle meine Kamera wieder ein. So, ich setze jetzt mal einen Blinker. Ich bin im Eco-Modus. 81% Akku. Ich latsche hier das Gaspedal voll durch. Da passiert jetzt aber nicht viel. Ja. Also da hat mich jetzt sogar der Fußgänger eingeholt. Ich habe gedacht, den ziehe ich mir noch. Ja, und ich kann vorher noch rüberfahren. Aber oh, da muss ich erstmal die Spur wechseln. Ey, da passiert ja fast gar nichts. Oh, was ist das denn? Oh, also Eco ist aber dann auch wirklich Eco, ne? Oh mein Gott, also wenn du in der 30er-Zone unterwegs bist, mag das ja vielleicht Spaß machen. Aber jetzt gerade hier? Oh, ey, und geht bloß nicht vom Gas runter. Geht bitte bloß nicht vom Gas runter. Also nicht im Eco-Betrieb zumindest. Okay. Aber die Sicht nach hinten ist gut, die Sicht zur Seite ist gut. Und wenn du dann erstmal die 45 erreicht hast und du freust dich, dann musst du wieder abbremsen, weil du hier natürlich wieder im Ampelverkehr gelandet bist. Ah, ist das bitter! Sie hat sich in ihrem i3 nur gedacht, oh Mann, komm endlich mal aus dem Arsch. Ja? Mit deinen 45 bist du hier eher ein Verkehrshindernis. Ja, warum denn? Also warum machen wir denn nicht 48? Also so 2-3 km mehr. Und wenn wir die 50 nur streifen auf dem Tacho, damit ich mental glücklich bin in dem Fall, ja? Also eine Sache fällt mir auf jeden Fall noch auf. Wenn jetzt von oben die Sonne kommt, ist ja schön, dass ich hier ein Dachfenster habe, ja? Was mir schön eine aufbrezelt hier auf meiner Stirn. Aber ich habe keine Sonnenblenden. Also du wirst aktiv geblendet, definitiv. Also hier fehlen Sonnenblenden. Freunde, Eli, Sonnenblenden bitte. Ich muss noch mal kurz aussteigen, das interessiert mich jetzt. Ist so abgespaced, wenn du aus diesem Auto aussteigst, ja, wegen dieser Glastür. Das würde mich jetzt auch noch mal interessieren. Sieht man da irgendwas? Außer das orangene Kabel, was denn in Richtung Motor geht. Ach, hier, da ist er. Freunde, da ist er, der Motor. Und viele, viele, viele Schrauben, ja. Viele, viele, viele Schrauben. Also, dass jetzt hier irgendwie noch ein Trunk oder sowas ist, ne, dass du sagst, hier, kannst du noch was reinpacken, ist nicht der Fall. Na gut. Warum zur Hölle haben die jetzt hier noch so eine Sicherung eingebaut zwischen Eco und Sport? Also, ich meine, ganz ehrlich, ja, wir reden hier von 4 kW. Leute, was ist das denn? Wer braucht das? So, ich will jetzt noch mal was mit euch machen. Wir machen jetzt noch mal einen Beschleunigungstest, ja. Dafür warte ich jetzt, bis die alle weg sind. Und dann gehen wir aber richtig Feuer hier, schön im Sportmodus. Ey, das schon anhört, ich gebe mal Vollstoff, ja. So, dann gleich mal ein bisschen Abstand lassen und in 3, 2, 1 und Vollgas. Komm, 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 hol mal alles raus hier aus den 4 kW. Ja? Gleich haben wir es, gleich haben wir es, gleich haben wir es und dann merkst du, wie der abgeregelt wird. Ah, Mann, der würde auf 50 laufen. Was ist denn da los? Ja, Ich habe vielleicht den Blinker auszumachen, wa? Blinkt der noch? Ich blinke noch. Ja, ist ja die Kamera im Weg. Kann ich ja nicht sehen. Alles klar. Komm, wir fahren mal zurück. Aber jetzt habt ihr wenigstens mal die Beschleunigungswerte gesehen. Und der Versuch, seinen MP3-Player anzuschließen, wird wahrscheinlich daran scheitern, dass man sich hier gleich die Finger einklemmt. Warum bleibt denn das nicht stehen? Ah, ist schon ein Abenteuer. Das ist ohne Scheiß, das ist schon ein Abenteuer. Aber fahrwerksmäßig gar nicht schlecht. Und du bist ein Eyecatcher. Also entweder hassen es die Leute oder sie lieben das Konzept. Eins von beiden geht nur.
Ich glaube, dazwischen hält man sich nicht wirklich auf. Entweder will man so ein Teil oder man will es eben nicht. Ja, Freunde, wir sind zurück von unserem Roadtrip mit dem Eli Zero für knapp 17.000 Euro. Und das ist auf jeden Fall gut für deine Nachbarn, ja? Dass er jedes Mal hupt, wenn er sich dann verriegelt mit der Alarmanlage. Egal. Ja, also was kriegt man jetzt für 17.000 Euro? Du kriegst ein PKW-ähnliches Fahrzeug, was in der Klasse L6E mit Führerscheinklasse AM gefahren werden kann. Nicht schneller als 45 km/h fährt. Keine sicherheitsrelevanten Features mit dabei hat, ABS, ESP und Co. Das heißt, wenn man sich da reinsetzt, dann wird man wirklich aufs Go-Kart-Fahren beschränkt. So möchte ich es mal was ausdrücken. Ja, es ist sehr bequem. Ich habe gut gesessen. Schade, dass man hinten die Rückenlehne nicht einstellen kann. Ein Radio sucht man vergeblich. Dann musst du dann mit Bluetooth irgendwie koppeln. Aber die Verarbeitungsqualität im Innenraum auf jeden Fall verbesserungswürdig. Es fehlen auch ein paar Features wie die Sonnenblenden oder auch das Dach oben, ne? Dieses Sonnendach, was du dann aufmachen kannst, wo dir dann aber der ganze Wind ins Gesicht bläst. Also hier und da auf jeden Fall noch Schwächen vorhanden und vor allem auch die Motorleistung im Eco-Betrieb. 100 Kilometer ist ja ganz nett, wenn ich nur in der 30er-Zone unterwegs bin, ist es das eine. Aber er kommt ansonsten ganz, ganz langsam nur auf seine Geschwindigkeit. Und ihr habt ja auch im Sportbetrieb gesehen, wenn wir in den Volllastbereich gehen, also Vollgas geben, wie lange er eigentlich braucht, bis er die 45 erreicht hat. Akkuleistung 8 kW. Ja, okay, bei 4 kW Motorleistung, ich weiß nicht. Aber es ist ein Konzept, was meiner Meinung nach noch nicht ganz ausgereift ist und was in der ersten Serie noch verbesserungswürdig ist. Ja. Ihr macht jetzt bitte nur noch eins, klicken, liken, abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei den Scooterhelden in Berlin.